Hier, bitte nehmen Sie dies wieder an sich. Haben Sie Dank. Die Schatulle war also gar nicht verflucht. Nein, Luke, nicht im geringsten. Man könnte aber sicher Spuren des Gases darin finden, das aus dem Metall der Schatulle austritt. Das gleiche Gas, das Forsens zum Verhängnis wurde, umfing jeden, der den Deckel öffnete. All jene Menschen waren auf den Tod gefasst. Und ihre furchtbaren Erwartungen wurden erfüllt. Und dabei war die Schatulle selbst nur ein gewöhnlicher Metallkasten. Mitnichten. Dieses Schmuckstück ist ein Gefäß für die Worte meines Herzens. Wie meinen Sie das? Die Schatulle birgt eine geheime Botschaft, die nur Sophia sehen durfte. Vor vielen Jahren bat ich einen Reisenden, der sich in Fulsens aufhielt. Leider galt die Schatulle als so wertvoll, dass habgierige Menschen schon bald nach ihr suchten. Und so wurde sie wieder und wieder geraubt. Und die tragischen Vorfälle nahmen kein Ende. Aber wir haben die Schatulle doch geöffnet. Sie war ganz leer. Ja, das war sie wohl. Es gibt nämlich noch eine zweite Art, sie zu öffnen. Wenn wir beide uns sehen, steigt die Sonne empor. Und ein Windhauch trägt dir meine Liebe ans Ohr. Diese alte Weise ist der wahre Schlüssel der Schatulle. Verstehst du, was sie bedeutet, mein Junge? Ich glaube schon. Ich will es versuchen. Wenn wir beide uns sehen, steigt die Sonne empor und ein Windhauch trägt dir meine Liebe ans Ohr. Das letzte Rätsel. Wenn wir beide uns sehen, steigt die Sonne empor und ein Windhauch trägt dir meine Liebe ans Ohr. Diese Worte sind der Schlüssel zum Geheimnis der Schatulle. Nun liegt es an dir, sie zu öffnen und das letzte Rätsel in diesem Abenteuer zu lösen. Okay. Wenn wir uns sehen, steigt die Sonne empor. Und ein Windhauch. Puh. Aber es funktioniert nicht. Eine Sekunde. Ja, das ist jetzt blöd. Wie löst man jetzt dieses Problem hier? Was ist jetzt blöd? Ich bin nämlich am Emulator gerade. Ist vielleicht zufällig ein Hotkey dazu. Eine Sekunde kurz. Präferenzen. Mach schon mal lieber schon mal ein Sicherheitsstate. So, Input. Wie leise die Musik auf einmal ist. So. Mikrofon. Das like touch Mikrofon. Und so. Okay, das wollte ich nicht machen. Vielleicht. Was könnte ich denn benutzen? Ich benutze die Taste hier.
Das funktioniert nicht. Und sich einfach die Taste hier. So, es muss jetzt funktionieren. Okay. Dann schauen wir doch mal. Jetzt bin ich dran. Also eigentlich pustet man da rein. Haha, Kinderspiel. Wundervoll, was mag Anthony wohl seiner geliebten Sophia vor all den Jahren geschrieben haben? Gleich werden wir es wissen. Juhu, geschafft! Oh. Was ist denn? Das ist gar nicht mein Brief. Diese Schrift, sie gehört Sophia. Die Schatulle muss es also doch bis in ihre Hände geschafft haben. Mein liebster Anthony, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe deinen Brief erhalten. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dich zu sehen. Aber ich habe leider nicht mehr die Kraft dazu. Du weißt gar nicht, wie oft ich in all den Jahren an dich gedacht habe. Ich frage mich oft, ob du mich hasst für das, was ich dir antat. Hast du mich? Als ich von dir fortging, trug ich unser gemeinsames Kind im Leibe. Ich wollte dieses knospende Leben keiner solchen Gefahr aussetzen. Ich wusste, was dein Vater von dir erwartete. Und verstand, dass du mich nie hättest begleiten können. Auch wenn mir nichts anderes übrig blieb, so bereue ich meine Flucht von dir jeden Tag aufs Neue. Aber es gibt ein strahlendes Licht in dieser dunklen Geschichte. Unsere liebreizende Enkelin Katja. Meine Abreise vor all den Jahren gibt euch die Möglichkeit, euch heute kennenzulernen. Obwohl Katjas Mutter bei ihrer Geburt starb, wuchs ihre Tochter zu einer wunderbaren Dame heran. Jedes Mal, wenn sie lächelt, erinnert sie mich an dich. Mit ihr an meiner Seite hätte ich dich nie vergessen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Seit dem Tag, an dem wir voneinander gingen, denke ich nur an dich. Und nun, da die letzte Stunde meines Lebens endet, hoffe ich, dich auf der anderen Seite wiederzusehen. Allein der Gedanke an dein schönes Gesicht lässt mein Herz erblühen. Traurig. Lebe glücklich und zufrieden, mein geliebter Anthony, bis wir uns wiedersehen. Deine Sophia. Oh, Sophia, endlich verstehe ich. Und die Musik noch dazu. Wie sich herausstellt, wurde die Schatulle vor etwa 50 Jahren gefertigt, um einen Brief von Anthony an seine geliebte Sophia zu senden. Ein in ihrem Material enthaltenes Gas verursachte Sinnestäuschungen und so kamen die Gerüchte über einen Fluch auf. Großvater. Großvater, das klingt schön. Wirklich schön. Ich bin so glücklich, meine liebe Enkelin. Ich hab mir das so sehr gewünscht. All die Jahre, ich hatte schon ganz vergessen, wie es ist zu lieben. Meine Liebe für Sophia hatte sich in Wut verwandelt und sie machte mich völlig blind. Doch jetzt sehe ich wieder klar. Dank dir, liebe Enkelin. Hm.
Hörst du, Sophia? Ich kann dich noch nicht wiedersehen. Hier ist jemand, mit dem ich noch etwas Zeit verbringen möchte. Würdest du mir vergeben, wenn ich dich noch ein wenig warten lasse, meine Liebste? Das tut sie bestimmt. So traurig. Und so endet die Geschichte der Schatulle der Pandora, die jeder ob ihres grausamen Fluches fürchtete. Doch nach allem Hadern und Bangen schlummerten unter ihrem güldenen Deckel weder Bann noch Zauber. So erkannte man die Schatulle als das, was sie wirklich war. Ein Behältnis, das die Liebe zweier Seelen auf ewig durch die Zeit tragen sollte. Statt Unheil und Verhängnis barg die gefürchtete Schatulle eine Botschaft des Glücks. Und jetzt genießen wir die Credits. Höchstwahrscheinlich kommt gleich noch zum Schluss noch ein Abspann-Video. Aber bis dahin genießen wir die Credits. Ich klicke mein Mikrofon aus und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder, wenn wir die fehlende Teesorten, das Hamster-Level und die Bonusrätsel lösen werden. So, bis dahin, tschüdelü.
Hey, ihr, schaut mal, was hier steht. Hä? Wundersame Genesung des bekannten Akademikers? Dr. Schrader ist also doch noch am Leben. Wir besuchen ihn gleich nach der Ankunft. Aber Professor, dann können Sie morgen ja gar nicht zu Ihrer Tagung in London fahren. Nun, dann sage ich einfach ab. Hä? Luke, mein Junge, seinem Lehrer muss man immer dankbar sein. Wie ein wahrer Gentleman. Thank you.